So, Freunde, ich habe für euch die wichtigsten, wertvollsten Tipps zum Thema, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Wie man das am allerbesten angeht. Und da fangen wir mal von ganz vorne an. Und zwar, wenn ihr noch nicht in ein Fitnessstudio angeschlossen seid, damit es regelmäßig funktioniert, dass ihr ins Fitnessstudio geht, ist schon mal wichtig, dass das Fitnessstudio, wenn möglich, auf eurem Weg liegt. Das heißt, dass ihr am Fitnessstudio vorbeifährt. Denn ein ganz großes Manko ist es, wenn ihr euch für ein Fitnessstudio entschieden habt, dass ihr noch einen Umweg fahren müsst, zum Beispiel von einem Fahrtweg von 15 bis 20 Minuten. Das sind bei 3 Trainingseinheiten pro Woche, sind das genau von 15 Minuten für einen Weg aus, eine halbe Stunde. Das sind 1,5 Stunden nur Fahrtweg in einer Woche. Und das wird ganz vielen, die da draußen regelmäßig ins Fitnessstudio gehen möchten, zum Verhängnis. Deswegen ist es ganz gut, dass ihr euch ein Fitnessstudio raussucht, das ungefähr ohne großen Umweg auf eurem Weg ins Geschäft führt oder auf dem Rückweg. Eins von beiden. Aber auf jeden Fall macht keine so große Umwege. Ja, ist natürlich richtig. Ihr müsst natürlich im Vorfeld schon mal ins Fitnessstudio reingehen und schauen, ob euch das zusagt. Natürlich macht es auch keinen Sinn. Hauptsache, das Fitnessstudio liegt auf dem Weg und ihr seid dann in einem Fitnessstudio, wo ihr euch mit dem Publikum überhaupt nicht identifizieren könnt. Das macht sicherlich auch keinen Sinn. Also vorher austesten. Und zwar, wenn ihr ein Fitnessstudio sucht und ihr seid auf der Suche, dann geht am besten in das Fitnessstudio zu der Zeit, wo ihr denkt, wo ihr hauptsächlich trainieren würdet. Und dann erkennt ihr relativ schnell, ob das Publikum da drin zu euch passt. Ja, gut, das wäre einmal wichtig, dass ihr ein Fitnessstudio habt, wo ihr keine großen Umwege machen müsst. Das zweite und wichtige, der zweite wichtige Tipp ist der, dass ihr am allerbesten erst gar nicht nach Hause fahrt. Das heißt, wenn ihr euch entschieden habt, dass ihr abends, nachmittags trainieren geht, dann fahrt bitte nicht erst nach Hause. Und macht zu Hause Abendessen, setzt euch aufs Sofa, denn das ist ganz oft oder wird ganz oft den meisten zum Verhängnis. Denn wenn wir mal nach zu Hause sind und wir sind dann, haben schon Abend gegessen, Verdauungsprozess geht los, Sofa war schon da, da ist es unglaublich schwer, sich nochmal loszureißen, nochmal den Arsch hochzubekommen und nochmal den Körper von neuem zu aktivieren. Deswegen nehmt eure Sporttasche mit und legt die Sporttasche ins Auto und direkt auf dem Rückweg von der Arbeit im Studio vorbeifahren. Hat 2 Vorteile. Ihr werdet es direkt eher machen, als wenn ihr nach Hause fahrt. Und zweitens, in der Regel, wenn ihr um 17 Uhr, 17.30 Uhr ins Fitnessstudio kommt, ist es nicht ganz so voll, denn die Hauptzeit geht 18, 18.30 Uhr, 19 Uhr los. Dann, wenn die meisten Zeit haben, sind die meisten Studios knallevoll. Natürlich ist es noch besser, wenn man Gleitarbeitszeit hat und vielleicht nicht gerade morgen schon um 6 oder 7 anfangen muss, vielleicht erst um 8 Uhr. Viele Studios haben heute schon oder heutzutage schon um 6 Uhr auf. Es gibt ja schon viele 24-Stunden-Studios und dann geht ihr einfach direkt morgens ins Studio und macht euren Workout direkt morgens. Das ist meines Erachtens nach sowieso das Effektivste, direkt morgens zu machen, denn oftmals wissen wir nicht, wann wir abends rauskommen. Oftmals wissen wir nicht, wie fit sind wir noch abends. Und die meisten, die sich daran gewöhnt haben, ihren Sport morgens zu machen, die feiern das. Denn morgens, du hast einen Haken dran, du hast deinen Sport gemacht. Zweitens, du fühlst dich, wenn du um 7 Sport warst oder um 6:30 bis um 8 im Sport warst, fertig geduscht rauskommst, du bist quicklebendig, du hast viel mehr Sauerstoff im Kopf, du bist morgens schon viel leistungsfähiger. Gut, was haben wir noch? Was kann man noch am besten machen, um eben regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen? Ja, ein gutes Zeitmanagement. Viele Menschen da draußen, die sagen, ja, ist ja jetzt demnächst wieder Anfang des Jahres, wir sind gerade am Anfang des Jahres, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall, werde ich 2-, 3-mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Ja, wann? Wann gehen wir ins Fitnessstudio? Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag, Samstags. Auch hier ganz wichtig,
Zeitmanagement, geht an euren Kalender und tragt euch eure Trainingseinheiten in den Terminkalender ein. Ja, wenn ihr morgens, dienstags, donnerstags und samstags morgens gehen wollt, dann tragt euch das ein. Dienstagmorgen 7 Uhr, Donnerstagmorgen 7 Uhr und am Samstag um 9 Uhr. 90 Minuten oder 60 Minuten, 50 Minuten Zeit, genau eintragen. So, wichtiger Termin, denn ihr seid eine wichtige Person in eurem Umfeld, also haltet euch an die Termine. Ein gutes Zeitmanagement ist immer eine Grundvoraussetzung, um langfristig Erfolg zu haben. Was auch noch funktioniert ist, schnappt euch einen Trainingspartner. Habt ihr jemanden, der ja auch gerne was tun würde, der auch gerne regelmäßig Sport machen würde, dann macht am besten mit ihm was aus. Vereinbart immer gemeinsam für die nächsten 2 Wochen Termine, tragt euch Termine ein und ja, und in dem Moment, wo ihr einen Termin habt, auch nur mit jemand anders, ist bei vielen Menschen die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Termin sausen lassen, noch ein bisschen kleiner. Warum? Weil man nicht Respekt hat von einer Person, hoffe ich mal, und sagt, okay, mit dem habe ich jetzt ausgemacht, den lasse ich jetzt nicht sitzen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass ihr euch einen Trainingspartner sucht, ähnliches Trainingsziel, und mit dem vereinbart ihr einen gemeinsamen Trainingstermin. Aber auch wieder in Terminkalender eintragen, am besten immer mindestens 2 Wochen weiß, noch besser 4 Wochen weiß, komplett eintragen, sodass jeder weiß, wann wird trainiert. Was können wir noch machen, um regelmäßig trainieren zu gehen? Ja, natürlich auch in Form von Trainingsplan. Wer einen Trainingsplan hat und der Trainingsplan ist maßgeschneidert auf ihn selbst, der wird natürlich auch eine Veränderung sehen. Der wird auch eine Veränderung spüren. Und wenn wir eine Veränderung spüren und sehen, ist die Motivation, regelmäßig zum Training zu gehen, viel, viel größer. Dazu noch ganz wichtig, lasst euch im Intervall, wenn ihr 2-mal in der Woche geht, reicht nach 12 Wochen, neuen Trainingsplan geben, neue Übungen zeigen. Wenn ihr 3 bis 4 Mal pro Woche ins Training geht, lasst euch in regelmäßigen Intervallen einen neuen Trainingsplan machen, denn ein neuer Trainingsplan ist wesentlich motivierender, wie wenn wir irgendwann mal nach ein paar Monaten immer jeden Tag das Gleiche machen. Da fällt die Motivationskurve in den Keller. Auch das ist eine Möglichkeit, einem selbst zu motivieren, regelmäßig ins Training zu gehen. Was können wir noch machen? Ja, das ist die Bewertung. Die Bewertungsregel, was ist das Training überhaupt? Viele Menschen sagen, ja, ich mache halt was für meine Fitness. Das ist kein starkes Warum, denn auch ein starkes Warum. Warum sollte ich überhaupt machen? Was ist meine Motivation, überhaupt ins Fitnessstudio zu gehen? Und da ist eine ganz große Motivation, ist die Gesundheit. In die Gesundheit zu investieren, denn wir haben ja nur eine Gesundheit und wenn die irgendwann leidet, dann haben wir irgendwann ein Problem. Deswegen ist es ganz gut, dass wir ein starkes Warum haben, denn ein starkes Warum sorgt natürlich für regelmäßiges Training. Dann brauchen wir natürlich auch durch starkes Warum natürlich, was ist unsere Motivation? Das gehört da mit ins Warum rein. Was ist denn eigentlich unsere Motivation, regelmäßig im Training zu gehen? Ja, Investment in unsere gesunde Zukunft, was für uns Körper, für unseren Körper zu tun. Was dafür zu tun, dass wir nicht krank werden, denn ihr kennt den Spruch. Menschen, die krank sind, die haben nur noch ein Interesse, denen ist alles andere egal, die wollen nur noch gesund werden. Deswegen immer präventiv arbeiten, dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Das ist ein sehr, sehr starkes Warum. Und ein starkes Warum sorgt natürlich für eine hohe Motivation. Und eine hohe Motivation sorgt dafür, dass ihr das, was ihr da euch vorgenommen habt, auch regelmäßig macht. So, das waren meine wichtigsten Tipps gewesen zum Thema regelmäßiges Training. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, geht ganz unten einfach unten rein, die Bemerkungen. Schreibt mir was in die Bemerkung. Ich werde mich darum kümmern. Dankeschön. Viel Spaß beim Training.